Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von Spider-Man Shadow Dimension. Ihr seht gerade vor uns, da, genau vor dem, auf eurem Bildschirm, seht ihr Elektro, der ein bisschen groß geworden ist und immer noch keine Hose trägt. Und ja, der Bossfight ist jetzt nicht genau gegen ihn. Ja, doch, also wir kämpfen zwar gegen ihn, aber wir können ihn nicht angreifen. Wir müssen den Damm hinter ihnen vernichten. Und das werden wir heute in diesem Part auf jeden Fall machen. Los geht's! Machen wir ihn fertig! Das können wir nur mit Hilfe einer Sache machen. Wir müssen, habt ihr gesehen im letzten Part noch am Ende, die Sachen mal ausweichen. Na gut, war jetzt ein bisschen schwer. Aber er braucht mehr. Er braucht mehr. Kann ich da irgendwas machen? Where are you gonna go now? Ah! Here is Tom! Ja, greif ruhig weiter den Damm an, du Vollidiot. Mach ruhig, greif weiter an. Kein Problem. Oh, komm. Let's play squash the bug! I'm not taking any chances! Ich glaube, das hat du mit Absicht gemacht, oder? Lass das doch mal sein, ihr Bissviecher. So. Ich glaube, ich muss schon wieder auf der Erde sein, oder? Nö. Das ist jetzt schon die zweite Phase, kann das sein? Fang an! Komm schon, mach noch einen! Mach noch einen, da bist du total blöd. Destroy him! Zack! Ja, du noch Platten macht. Let's play squash the bug. Oh, das kann ich mitspielen. Ich mach's aber lieber auf meine Art und zwinge mich ein bisschen Wut rauslasse. So, das war's schon. Na komm. I'm a drop, you. Oh. Das müssen aufpassen. I'm gonna enjoy this. Oh no. Du Trottel! Komm her! Hey, big guy! Drinks are on me! Ja, hätte ich jetzt angreifen können? It's taking me apart! You seem shocked? Yeah, da ist das Fragment. And that's why you never make toast in the bathtub. Congratulations, Spider-Man. You really showed him what's... what? Wah, wah. Oh, war der schlecht. Was du drauf hast. Ha, wegen Elektrizität und so. Witzig. Oh mein Gott, ich komme aus dem Lachen gar nicht mehr raus. War der schlecht. Ja, so gut war ich jetzt nicht. Naja, immer ein Silber. Dafür, dass ich auf normal spiele, ist das gar nicht mehr so schlecht. Neue Charakterbiografie, neue Konzeptgrafiken in der Galerie sind verfügbar. Yeah. Also ich glaube, das hier wird echt so ein... Naja, man kann glaube ich sagen, das wird eher so ein Let's Play Intermezzo, oder? Weil... So lang... Mysterio was dangerous enough before, when he was a simple charlatan. Imagine what he might become, with even more magical might at his command. Even I can't begin to fathom it, mighty Marvelites. And that's saying something. Yes, run! Run from your master, the almighty Mysterio! Oh, please! And for my next trick, I make two policemen disappear. Huh? More pieces of the tablet? That means more power. More! I must have them. Holy! Yeah, you said it. Holy Macaroni! Der will noch mehr haben. Der hat ja nur einen Teil, glaube ich. Und ich glaube, die restlichen werden noch gut verteilt sein. Naja, gut, guck mal. Ich bin eigentlich immer gar nicht mal so schlecht. So, jetzt haben wir wieder unsere drei. Wer ist das? Oh, das könnte mir gefallen.
Das ist Scorpio, ist klar. Dann kommen schon die letzten. Nee. Nee, guck mal. Doch. Eins, zwei. Ja. Das war's dann schon? Ist ja sehr kurz. Ja gut, es scheint wirklich eher so ein kurzes Intermezzo zu sein. Wer ist das? Den erkenne ich nicht. Das wird, glaube ich, cool werden. Das könnte... Oh, ist es der Lizard? Oh, bitte lass es der Lizard sein. Oh, das ist auch einer meiner absoluten Favorites. Das ist Scorpio, das ist ganz klar. Keine Ahnung, wer das sein könnte, aber ich weiß auf jeden Fall... Also, ich habe eine Vermutung. Also, wenn das hier Deadpool sein soll, Hammer. Apropos Deadpool. Das Deadpool-Spiel, wer das nicht hat, holt es euch. Übelst cool und das will ich ja auch noch jetzt hin, da habe ich auch noch Bock drauf. Gibt sogar schon ein Thumbnail dafür. Naja, dann würde ich sagen, ich spiele jetzt mit dem Amazing Spider-Man. Ja gut, hier heißt es immer wirklich, man muss halt den schwierigsten Grad spielen, dass man den halt vollständig hat. Aber naja gut, dann würde ich sagen, wir wählen jetzt noch den hier aus. Oder machen wir... Ich würde gerne das hier machen. Weil der Amazing Spider-Man hat, glaube ich, immer die größten Sachen. Und mit ihm spiele ich halt am liebsten. Ich fand ihn auch in dem Miles Morales-Film richtig gut. Ja, komm, wir machen... Na komm, wir machen ihn hier. Normal. Den normalen Spider-Man. Explosionsschaden kann von den meisten Gegnern nicht geblockt werden. Das ist ja schlecht. Nächster Tipp. Wenn ein Gegner zu nahe zu dir dran ist, um dich als Ziel zu erfassen, nutze einfach die Defensivhaltung, um seine Kugeln auszuweichen. Drücke Blüh und die Kamera schnell das Spider-Man zu bringen. Okay. Gotta hurry up and find the next fragment. And there it is. So why is my spider sense tingling? Oh, es ist Sandman! Oh. Jeez, talk about a dirt nap. Where's the... Looking for this, webhead? Sandman. Hello, but ain't my old pal, Flint Marco, the Sandman. You know, every time we play together, I end up digging sand out of my costume for weeks. I got a game for you to play. Marco? Marco? Polo! Oh man, I thought my jokes were bad. Deine Witze sind doch mal gut. Sandstorm powers. Yeah, there's definitely gonna be sand in my costume after this. Okay, cool. Dann kämpfen wir jetzt also gegen Sandman. Der hatte von allen Bösewichten immer so eine der traurigsten Geschichten, muss ich irgendwie sagen. Weil der hat mir in dem Film halt sehr leid getan, muss ich sagen. Der wollte seine Tochterin oder sowas beschützen und in Wirklichkeit wurde der nur ausgenutzt oder sowas. Ich muss also den Sandsturm prüfen. No chance. Ja, warum kann ich nicht einfach mal rübergehen? So, jetzt. Komm ich jetzt hier rein? Da komme ich nicht hin. Warum auch immer? Ich will doch einfach nur darauf. Geh doch einfach darauf! Spidey! Okay, da wolltest du das auf der andere Art und Weise machen. Gut. Oh, you're all wet. Want me to go grab a towel? You're not going anywhere. I can control any sand I see now. Any sand at all. Yeah, you could make a killing in the landscaping business. I'll make a killing, all right. You
ready to beg for mercy? Punching Sandman will have no effect unless he is turned into mud. I'm gonna wring your neck! Guck mal, der macht sie ja nicht ganz selber das, oder? Ich wollte gerade sagen, der macht nicht ganz selber das. Warte mal. Ich brauche mal ganz kurz ein neues Upgrade. Warte mal. Warte mal kurz. So, ich nehme mal was von. Schnellsichtgeneration. Nö, brauche ich nicht. Ich nehme mal das hier, ich nehme mal das, ich nehme mal das, ich nehme mal das. So. Spinnenansturm. Was war denn das? Mach eine Kette mit 4 Angriffen und verbessert die Variante und blablabla. Ja, wunderbar, nehme ich. Danke. Das ist noch so schönes. Spinnenschwinger. Bringt den Kampf zu neuen Höhen. Dieser Mehrfachtrefferangriff vergrößert die Reichweite deiner Combo. Bam, boom, bam, bam. Okay, was hast du noch Schönes? Goliath-Hieb. Schießt den Spinnenhieb mit starken Angriffen ab. Schließt den Spinnen. Achso. Der Gegner in die Luft schickt. Aha, okay. Das ist auch schönes. Guck mal hier. Das heißt also, je mehr Gegner ich, also je mehr Herausforderungen ich halt machen kann, desto mehr Dinger kriege ich. Ja gut, das glaube ich, werde ich nie komplett hinkriegen. Aha, okay. Gut, dann mache ich mal noch ganz kurz. Moment, wo haben wir es denn? Der Goliath-Hieb. Ja, der sah cool aus. Ach, kann ich gar nicht kaufen. Ein mächtiger Schlag. Zack, zack, bum, bum. Okay. Alles klar. Was? Achso. Ja. Ich muss erst den Spinnenschwinger kaufen. Darf man sich nicht selber entscheiden, was man hier kaufen kann und was nicht und so. Okay, was ist das jetzt gewesen? Der Vierfachanschlag und dam 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 dam. Okay, alles klar. Es ist genau wie bei Sonic Unleashed. Ich werde die ganzen Angriffe nie einsetzen, aber ich habe sie. I've had it with you. Ja, seht ihr? There's been a misunderstanding. Oh, ich kann die gar nicht so schnell einsetzen. Hit me! Come on! Hit me! Back to being a hard one! Schlag mich! Schlag mich! Lass mich schlag! Who's having a good time? Hey, don't hold back the play, count! Time's up! Get that away! There's been a misunderstanding. I paid my library funds. Ja, wir haben die ganze Zeit natürlich schlagen. Aua. Ich muss wieder ganz kurz. Who's having a good time? Raise your hand. Irgendwie. Nein. Hallo. Du sollst doch nicht diese blöden Dinger. Nimm das da. Nein, nicht das. Du sollst das da nehmen. We are all doomed. Wisst ihr, was ich in diesem Spiel ein bisschen hasse? Du bist eigentlich genau in der Nähe von diesen Dingern. Ja, er sagt dann trotzdem, ja, ich glaube, dass er hier ist. Obwohl ich es gar nicht möchte. Guck mal, schon wieder will er da hingehen. Aber ich sage, nein. Macht manchmal das, was er gar nicht will. Das nervt manchmal ein bisschen. Jetzt kann ich zum Beispiel. Who's having a good time? Raise your hand! So. Wir jetzt die ganzen Dinger, die hier stehen. Und er geht wieder zum Gegner, obwohl die fest sind. So. Was? Daneben? Was war das jetzt?
Was? 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 Okay, jetzt muss es hingehen. So, das ist ganz kurz das Emblem, was ich hier liegen gelassen habe. Warum auch immer, ich habe es eigentlich eingesammelt. Hallo? Hallo? Würdest du bitte da hochgehen? Danke. Vielen Dank. Ooh, is this a private fight or can I join it? So, und machen wir das. So. Jetzt können wir ihn treffen. I got a better idea for how to deal. That's nice and ominous. Das war jetzt irgendwie gerade sehr nervig. Also der Kampf. Where'd you go? I don't need to fight you in person anymore. Oh, jetzt geht er schon wieder zu ihm hin, obwohl ich eigentlich will, dass er. Du sollst doch nicht den angreifen! So. I beg to differ. Not to go against the grain, but anybody else? Du sollst doch nicht das machen. Hallo, würdest du bitte das Wasser nehmen? So. Ich will das. Hör doch mal auf. Zack. Wasser nehmen. Come first served. Manchmal benutze ich nicht das, was ich will. Jetzt zum Beispiel, wie ich angreife. Zack. Alter, wie viel halten wir raus? I win again. Jetzt muss ich natürlich auch wieder das machen. Damit ich halt die Herausforderung kriege. Aber naja. Anybody else? Gut, das. Already? You never stay in cuddle. That showed them. Na, das wird ja lustig werden. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war's wieder für heute von Spider-Man. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß und mal gucken, wie es noch weitergehen wird. Mit diesem schönen Angreifen und Abnehmen und so weiter. Manchmal macht das ja nicht richtig. Mal gucken, wie es dann weitergehen wird. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Part von Spider-Man. Shadowed Dimension. Tschüss. We'll be right back.